Hallo und herzlich willkommen zu unseren Tipps und Trends aus der Region. Heute gibt es unter anderem wieder schöne Shopping-Tipps und Sie erhalten Empfehlungen rund um den Einbruchsschutz. Ja, bestimmt kennen Sie sie, die von hier Produkte bei Feneberg. Für die meisten Allgäuer stehen sie fest auf dem Einkaufszettel, denn sie stehen für regional produzierte Bioprodukte. Damit unterstützen Sie die Landwirte aus der Umgebung und können sichergehen, dass nach ökologischen Standards erzeugt wurde. Mit einem großen Hoffest hat die Marke von hier ihren 20. Geburtstag gefeiert. Wir haben die Feier zum Anlass genommen, auch mal hinter die Kulissen eines Zulieferbetriebs zu schauen. Es ist ein Betrieb, wie er ganz typisch ist für die Marke von hier. Auf dem Bauernhof von Landwirt Josef Heinle leben neben einigen Hühnern mitsamt stolzem Gockel, einigen Hasen sowie ein paar verschmusten Ziegen, auch einige Milchkühe. Knapp 30 sind es in diesem Betrieb. Für den Verbraucher ist es der Vorteil, dass er weiß, er kriegt ein Bioprodukt aus der Region. Es ist gesichert, kontrolliert und nachvollziehbar, welcher Bauer welches Produkt produziert hat. Für mich als Bauer ist es auch sehr gut, weil ich weiß, mein Produkt kommt nicht irgendwo in den Supermarkt oder irgendwo in der Welt unter, sondern ist nachvollziehbar, dass es hier in der Region bleibt und da auch gekauft werden kann. Von hier setzt dabei auch ganz bewusst auf kleinere Betriebe wie den der Familie Heinle in Legau. Sie seien ein wichtiger Baustein für den Erhalt der Natur und der Allgäuer Landschaft, wie wir sie kennen. Das rechnet sich aber für alle Beteiligten nur, wenn auch die Vermarktung funktioniert. Konkret heißt das, kleinere Betriebe brauchen, um all diese Aufgaben erfüllen und wirtschaftlich überleben zu können, die richtige Plattform. Eine Plattform wie die Marke von hier. Das Ziel war einfach, den ökologischen Landbau auszuweiten. Das geht nur über die Supermärkte, den bäuerlichen Betrieben unserer Region eine Chance zu geben, den großen wie den kleinen. Und das Ziel haben wir nach 20 Jahren eigentlich voll erreicht. Während der Festreden zum Jubiläum wurde immer wieder der Pioniergeist betont, den alle Beteiligten vor 20 Jahren an den Tag gelegt haben. Heute ist klar, dass sich dieser Pioniergeist gelohnt hat. Denn die Marke von hier ist nicht nur für die Produzenten eine Erfolgsgeschichte, auch Feneberg profitiert von ihr und lobt den Mut der Landwirte der ersten Stunde. Dass sie sich entschieden haben, in eine Form der Landwirtschaft zu wechseln, die damals im Allgäu noch nicht so verbreitet war, in die biologische Landwirtschaft. Und dass sie in einen Krämer Vertrauen gehabt haben und ihre Produkte uns anvertraut haben und es mit Leidenschaft betrieben haben, das ist das Erfolgsgeheimnis von hier. Heimat ist immer mit Emotion verbunden. Und wenn ein Produkt aus der Heimat auch noch schmeckt, dann hat es eindeutig einen Vorteil im Verkauf und für die Kunden. Heute sind rund 600 Betriebe beteiligt, die sich für biologische, transparente und regionale Produktion einsetzen. Und geht es nach den Initiatoren von hier, ist die Marke ein Konzept, das vielleicht als Vorbild auch für andere Regionen interessant sein könnte. Wer sich genauer mit von hier sowie den beteiligten Betrieben auseinandersetzen möchte, am Rande der Feier wurde auch ein neues Buch vorgestellt. In »So schön kann Landwirtschaft sein« werden einige dieser Betriebe vorgestellt und ihre kleinen und großen Geschichten erzählt. Im Vergleich zu anderen Regionen ist die Einbruchrate im Allgäu relativ niedrig. Und doch ist es nicht falsch, sein Zuhause so gut es geht vor Einbrüchen zu schützen. Ein Familienunternehmen, das sich genau darauf spezialisiert hat, ist die Firma Siegfried Liebherr. Ob Schlösser, Schlüssel oder auch ganze Schließsysteme, Sicherheit wird in der Kempner Filiale ganz groß geschrieben. Siegfried Liebherr, Ihr zertifizierter Fachmann für Sicherheitstechnik und Einbruchschutz. Uns gibt es jetzt seit 25 Jahren, seit 10 Jahren hier am Rosenauberg in Kempten. Wir sind spezialisiert auf Haussicherungen, mechanische, sind auch im Richternachweis des Landeskriminalamtes gelistet. Wir fahren vor Ort zu unseren Kundschaften und beraten sie vor Ort. Natürlich wird auch im Geschäft selbst jeder Kunde persönlich und kompetent beraten. Abheben tut uns der eintragige Richterkatalog und vor allen Dingen unsere langjährige Erfahrung
Seriosität und Kompetenz. Wir wissen über dies Bescheid, was wir auch montieren. Bei Siegfried Liebherr wird auf hochwertige Ware gesetzt. Und in der Werkstatt kann den Kunden gleich gezeigt werden, wie einbruchunsicher viele Fenster sind. Weil wir eben den Kunden beraten wollen und ihm dann eine Sicherheit geben, was die Haustiere anbelangt. Fenster und Türen sollte er sich auf jeden Fall sichern lassen, weil der Einbruch bis zu 80% über Terrassentiere, Balkontiere oder Fenster geht. Aber nicht nur in Sicherheitsfragen ist Siegfried Liebherr ein kompetenter Ansprechpartner. Wir bieten eigentlich allen Service rund ums Haus an. Die Visitenkarte eines Hauses ist ja quasi der Eingangsbereich. Und da bieten wir alles an. Briefkästen, Beschilderungen, Türbeschläge. Und wir haben den Vollservice von der Beratung bis zur Montage vor Ort. Kaufbeuren, die bekannte und traditionsreiche Stadt an der Wertach, hat viel zu bieten. Eine weit zurückgehende Geschichte, das Tänzelfest und Kaiser Maximilian sind nur ein kleiner Teil davon. Und letzterem ist in der idyllischen Innenstadt sogar ein Platz gewidmet. Genau dort gibt es die Sparkassenpassage, die den Kaiser-Maximilians-Platz mit der Ludwigstraße verbindet. Hier gibt es viel zu entdecken, Shopping und Genuss. Einfach sehen, staunen und erleben. Entdecken, was gut tut, mit einer Vielfalt an Bioprodukten. Die Welt des Käses jenseits des Emmentals. Frische Fleisch- und Wurstwaren aus der Region. Mit den Geschäften der Ludwigstraße beginnt der Rundgang durch das Passagenviertel. In der Sparkassenpassage selbst gibt es das perfekte Equipment für den perfekten Augenblick. Und Wohnaccessoires, die ihre Gäste zum Staunen bringen. Gönnen Sie sich doch eine kleine Shoppingpause und genießen Sie italienische Köstlichkeiten. Den Namen hat die Passage übrigens von der Sparkasse im Zentrum. Für Gesundheit und Wohlbefinden sorgt die ansässige Apotheke. Das Mittel fürs Glücklichsein finden Sie gleich nebenan. Auf der Suche nach handgefertigten Kostbarkeiten, einem guten, ausgesuchten Whisky oder Feinkost oder Fischspezialitäten und Spitzenküche vor Ihren Augen frisch zubereitet, all das bietet die Sparkassenpassage im Herzen von Kaufbeuren. Draußen in der Kaiser-Max-Straße warten moderne Damen- und Herrenmoden, ausgesuchte Schmuckmarken und Trauringe sowie kulinarische Genüsse mit feinsten Weinen und angenehmer Atmosphäre auf Sie. Und parken? Kein Problem, nur 3 Gehminuten entfernt liegt das Parkhaus Süd. Viele Gäste kommen nicht nur wegen der wunderschönen Natur und den Freizeitmöglichkeiten zu uns ins Allgäu. Sie kommen auch, um mal das typische Allgäuer Dorfleben kennenzulernen. Wenn Sie das suchen, dann sind Sie in der Krone in Niedersonthofen am richtigen Ort. Eine traditionelle Dorfgaststätte, in der sich Einheimische und Touristen zu Hause fühlen. Das Gasthaus und Gästehaus zur Krone in Niedersonthofen steht für Gemütlichkeit und Tradition im Allgäu. Es sind diese Werte, nach denen viele der Gäste in der Krone bewusst suchen. Die suchen Heimat, die alte allgäuerische Heimat suchen sie. Und das haben wir einfach, das bieten wir. Das ist alte, urige Gaststätte, die wir erhalten wollen und auch die Traditionen, die wir einfach aufrechterhalten. Durch die Vereine, die bei uns ein- und ausgehen, Plattler, Jodler, Feuerwehr, Musik, all diese heimischen Vereine sind bei uns heimisch und das suchen auch die Gäste. Unsere Gäste suchen die Nähe zu den Allgäuern und die finden sie hier. Seit kurzem gibt es hier auch ein neues Bettenhaus. In 20 Zimmern können bis zu 56 Personen übernachten. Die Einrichtung ist gleichermaßen modern wie praktisch. Das Allgäu ist natürlich auch eine beliebte Region für Motorradfahrer, für Biker, für Fahrradfahrer. Wir haben unser Augenmerk auch auf diese Zielgruppe ausgerichtet. Deshalb ist auch die Garderobe offen, dass wenn jemand überraschend in einen Wolkenbruch kommt, dass er seine nassen Kleider da hinhängen kann, deshalb eben keinen Schrank, damit es gut auslüften kann und die Zimmer sind barrierefrei. Die Krone in Niedersonthofen, eine Dorfgaststätte, in der sich Gäste und Einheimische gleichermaßen zu Hause und gut aufgehoben fühlen. Bergige Landschaft, grüne Wiesen und idyllische Seen. Genau dafür ist das Allgäu ja bekannt. Und warum diese Kombination nicht auch mal mit einer Quad-Tour erleben?
Weg vom Alltag, raus in die Allgäuer Natur. Darauf hat sich Helmut Baldauf spezialisiert. Mit Helles Quad-Tours führt er seine Gäste durch die Region. Durch Pfützen, über Hügel und durch den Wald. Bei Helles Quad-Tours geht es mit Vollgas durch die Landschaft. Ich biete also reines Quad-Fahren, Straßen- und Geländetouren sozusagen gemischt. Offroad, Onroad, Schotter, Wald, Wiesenwege. Und bei mir kann man auch Quad mieten. Das heißt, jemand kommt zu mir, bekommt von mir eine Einweisung, kann dann Quad mieten den ganzen Tag, kann dann mit dem spazieren fahren, ohne dass er Guide vorausfährt. Und ich mache geführte Touren oder ich verkaufe auch Quads. Seit 2010 gibt es Helles Quad-Tours. Auch wenn die Anzahl der Kunden stetig steigt, die familiäre Stimmung wird seither beibehalten. Das heißt, bei uns ist jetzt keine Massenabfertigung. Bei uns wird jeder Gast gleich behandelt. Ob er jetzt von einem Anbieter kommt oder direkt kommt, wird jeder gleich behandelt. Wir machen immer zwischendurch immer genügend Pause, dass jeder Gast richtig verabschiedet werden kann und auch begrüßt werden kann. Immer alles entspannt. Helmut Baldauf ist nicht nur der Offroad-Spezialist im süddeutschen Raum. Inzwischen bietet er seine Quad-Touren auch in Namibia an. Ich mache so komplett Urlaub, Jeep-Safaris und Quad-Touren. So biete ich halt an für Gäste aus der ganzen Welt eigentlich. Unten habe ich überwiegend Gäste aus im Moment Südafrika, viele, und halt Urlauber unten sind. Oder es kommen eben Urlauber für mich runter, wo ich halt betreue. Egal ob in Deutschland oder Namibia, der Adrenalinkick ist überall inklusive. Wenn Sie sich für Pferde und Reitsport interessieren, dann werden Sie im Allgäu an einer Adresse kaum vorbeikommen, dem Casa Cavallo. Hier bekommen Sie alles für Ross und Reiter. Aber nicht nur für Reitsportler, auch für Wanderbegeisterte und Hundebesitzer ist die Kleidung aufgrund ihrer Funktionalität gut zu tragen. Das Casa Cavallo in Kempten. Auf über 400 Quadratmetern gibt es praktisch alles für Pferde, Reiter und Reitsport. Besonders beeindruckend ist aber die Auswahl an Reithosen. Ständig sind hier mehr als 2000 vorrätig. Jedes Modell wurde von Inhaberin Tanja Romano schon ausführlich getestet. Damit und mit ihrer langjährigen Erfahrung auch im aktiven Reitsport kann sie sicher gehen, dass jedem Kunde nur das angeboten wird, was am besten zu ihm passt. Aber nicht nur das fachliche Know-how ist für den Erfolg des Casa Cavallo entscheidend. Das ist einfach die persönliche Beziehung, die man im Laufe der Jahre zu den Kunden aufgebaut hat. Die mögen einen, wir mögen die Kunden sehr gerne. Und es sind teilweise gar nicht mehr mal einfach Kunden, sondern man ist schon so ein bisschen befreundet. Und gerade auch mit den Stammkunden, die schon seit 13 Jahren kommen, seit es uns gibt, die sind einfach, ja, die sind befreundet mit uns. Da weiß ich die Sorgen um die Pferde, da weiß man die Sorgen um die Familie. Es ist einfach ein sehr, sehr persönliches Geschäft und das ist auch das, was sehr viel Spaß macht hier drin. Das Angebot umfasst ausschließlich Markenware. Dank regelmäßiger Rabattaktionen lohnt es sich, öfters mal vorbeizuschauen und durch das Angebot zu stöbern. So gibt es immer wieder mal etwas Neues zu entdecken und auszuprobieren. Das Casa Cavallo in Kempten. Hier gibt es große Marken zum überschaubaren Preis. Ich hoffe, für Sie war heute wieder der ein oder andere Tipp mit dabei. Machen Sie es gut, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.